Grüezi Roger. Salut Tobias. Hoi. Schön, ciao, dass du da bist. Freut mich. Mich auch. Schön, dass du Zeit hast. Dass du den Weg zu uns gefunden hast. Genau. Jetzt machen wir eine Kaffeesession, oder? Perfekt. Ja, wunderbar. Legen wir los. Tobias, was verstehst du unter Kaffeegenuss? Wenn du automatisch einen zweiten bestellst, dann hast du Erfolg. Und welche Faktoren spielen dir bei dir besonders eine Rolle, punkto Kaffeegenuss? Ich bin einer, der es sehr gerne hat, wenn du eine gewisse Säure merkst, wenn du ein bisschen Frucht merkst, aber auch ein bisschen Ecken und Kanten dabei ist, also so die Röstaromen richtig schön zur Geltung kommen. Aber nichts überborden. Es muss einfach eine schöne Harmonie sein. Und das ist das, was ich gerne habe. Gibt es noch andere Kriterien, neben dem Kaffeegetränk selber, die für dich oder besonders wichtig sind für einen guten Kaffeegenuss? Ja, natürlich, wenn jemand die ganze Kultur richtig leben tut. Fängt bei der Nachhaltigkeit an. Ist sehr wichtig für mich, weil ich sage, wir haben nur eine Welt, wo wir drauf leben. Und wir sollten schon schauen, wie man das in der Lage tut. Und wenn man dann so ein Produkt, ein Endergebnis bekommt, perfekt. Du hast so gut gesagt, da habe ich gerade Lust für nochmal einen Espresso. Du nimmst sicher auch einen, oder? Ja, unbedingt. Gerne. Tobias, ich wollte schon lange etwas fragen. Wann ist für dich der richtige Zeitpunkt für eine Kaffeepause? Ja, eigentlich den ganzen Tag. Respektive, es gibt keinen falschen Zeitpunkt. Aber es gibt doch sicher einen Moment, wo du dich rausnimmst und dir bewusst so ein Kaffeegetränk gönnst. Ja, das ist sicher am Morgen. Ich fange aber zuerst im Büro an. Dann irgendwann so um die 9, halb 10 Uhr gehe ich dann mal rüber in mein unteres Restaurant. Und dann gibt es den ersten Espresso. Und auf den freue ich mich natürlich schon besonders. Mhm. Und am Wochenende? Ja, dann ist es natürlich beim Morgen, wo es dann der erste ist, nachdem ich mit der Hümpi laufe und dann mit der Frau dran sitze. Dann gibt es auch einen Espresso. Ich habe einen Vorteil unter uns. Ich habe die Pausezeiten, die du besonders gönnst, zum Beruf gemacht. Ja, das ist gut. Ganz speziell Nachhaltigkeit. Was bedeutet das für dich? Weil das ist so ein Modebegriff. Ich habe eine andere Auffassung vielleicht wie du, aber ich würde dich mal so richtig fragen, Nachhaltigkeit, was ist das für dich bedeutet? Das ist ein riesiges Thema natürlich. Und nachhaltig einfach jetzt in einen Satz einpacken, ist fast nicht möglich, oder? Und ich finde, das Wichtigste ist, jeder soll sich mit dem Thema auseinandersetzen und für sich das Beste daraus machen. Bei uns in unserem Betrieb gilt auf Produkt bezogen heute zwei Punkte. Wir wollen die besten Produkte haben und es muss nachhaltig sein. Und da sind wir sukzessiv eins nach dem anderen auswechseln, das noch nicht nachhaltig ist. Weil ich sage, wir haben nur eine Welt, in der wir drauf leben dürfen. Wir müssen deren wieder die eigentlich gut hinterlassen und dürfen sie nicht ausnutzen. Dass es einfach eine gesunde Harmonie ist. Es sind genau die Themen, die uns auch tagtäglich berühren. Wie gelingt es dir aber ganz speziell, den Gast zu motivieren, nachhaltige Produkte einzukaufen? Vor ein paar Jahren hat mal ein Gast zu mir gesagt, was machst du überhaupt zum Thema Nachhaltigkeit? Und dann bin ich so richtig vor den Kopf gestossen worden. So. Da dachte ich, Entschuldigung, aber weißt du überhaupt, was ich alles mache dafür, oder? Und dann wieder eigentlich bewusst eben also das Thema Kommunikation und eben für deine Kunden, wie tust du das ihnen überbringen? Und das haben wir heute auch sehr stark mit unserer neuen Speiskarte alles modernisiert und tun heute viel mehr mit Stories, ohne dass wir eine Religion daraus machen, aufzeigen, mit wem das wir zusammenarbeiten und wie das wir zusammenarbeiten. Das kann sein, dass ich auf eine Kakaoplantage gehe, mit denen Früchte ernte. Das kann sein, dass ich gehe tauchen, dort wo ich die Jakobsmuscheln einkaufe und sehe, dass man dort nur Muscheln einsammelt und nicht mit Schleppnetz drüber geht. Und das einfach dem Gast, der das will, mit auf den Weg geben, ohne mir etwas aufzuzwingen. Schlussendlich kommt er zu mir essen und nicht eine neue Lebensphilosophie aufsammeln, sozusagen. Wir arbeiten ja schon eine Weile zusammen. Du weißt, was wir punkto Nachhaltigkeit alles machen, tagtäglich, was für Arbeit wir auf uns nehmen. Hast du für uns vielleicht einen besonderen Tipp noch? Als Fachmann, vielleicht eher Außenstehender vom Kaffeegeschäft, verstehst du zwar viel, aber hast du einen besonderen Tipp punkto Nachhaltigkeit für uns? Ja, also ich finde, so etwas vom Wichtigsten oder was jeder eigentlich kann umsetzen kann, ist allein schon im Bereich vom Food Waste. Also unser Food Waste in der Schweiz ist rund ein Drittel an Lebensmitteln, die wir wegrühren, die noch gut sind. Und wenn wir allein Detail reduzieren können, und zwar nahezu bei null,
dann machen wir schon so viel besser, als wir vorher gemacht haben. Und das einfach alles, was wir herstellen oder wo wachsen tut oder wo man auch schlachten tut, dass man wirklich alles brauchen tut, dann geht es uns schon viel besser und unserer Welt auch. Du, das war ein sensationelles Stichwort. Und ich weiss, du forderst uns tagtäglich raus. Innovationen, das ist unsere Kraft voraus. Und miteinander gehen wir den Weg. Und wir wären doch mit dem Produkt etwas Neues, Innovatives zu machen. Also, unsere Auftragsbücher sind voll. Wir sind innovativ, wir schauen vorwärts. Tobias, wir sehen uns das nächste Mal. Danke für die coole neue Idee zusammen. Danke, schönes Tag. Tschüss. Ciao, ciao.